So, liebe Leute, letzte Episode bin ich Erster geworden, ne? Nachdem ich hier zweimal hintereinander einen Disconnect hatte, was echt frustrierend war. So, ich hätte jetzt echt nichts gegen eine Siegessträhne einzuwählen, ja. Aber das kann man natürlich auch nicht beeinflussen. So. Finde ich alle nicht so gut. Ich entscheide mich jetzt aber mal für Rafarm. Alles ist für euch bereit, Kommandant. Wir haben Drachen, Dämonen, Murlocs, Piraten, Untote. Ihr wisst, ich bin großer Untote-Fan, wie man unschwer in der letzten Episode sehen konnte. Drachen bin ich nie so richtig mit warm geworden. Das hat nie so richtig gut funktioniert bei mir leider. Vielleicht bleibe ich auch bei meiner Untoten-Strategie erstmal, damit ich ein bisschen Raum mache. Mal aufsteige und nicht immer so viel Experimente. Denn am Ende des Tages muss man sagen, dass ich mit den Untoten echt am besten fahre. Vielleicht auch, weil ich da die Strategie begriffen habe, weiß, welche Diener ich brauche, welche ich suchen muss und so. Das spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Bei den Drachen bin ich noch so ein bisschen lost. Da habe ich noch nicht so den Way to go, sage ich jetzt mal. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Oh, schön, euch wiederzusehen. Kann ich euch etwas anbieten? Murlocs, Drachen... Drachen, Dämonen, Dämonen. Nur der hat Untote. Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los. Einen solchen Sieg muss man feiern.
Erstmal updaten. Ich kriege ja jetzt auch immer wieder einen Diener for free, wenn man so will. Dadurch kann ich ja auch gefühlt schneller updaten. Was sind denn die anderen? Stufe 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2. Ja, der wird mich jetzt natürlich überfahren hier, ist ja klar. Stufe 2, Dude. Aber 4 Damage kann man gerne in Kauf nehmen. Und ich glaube, obwohl das wäre auch ganz nice, ne? Was hat der denn? Murlocs. Ich glaube, ich friere es ein. Wegen dem Zauber. Und mit ganz viel Glück entdecke ich meine Kollegen. Murloc-Drache, Diener-Typen, Untote, Drachen, mehrere Drachen. Murlocs. Ich könnte natürlich den verkaufen, das hier machen. Das wird es aber hiermit schwierig im nächsten Turn. Mach's trotzdem mal. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Aha. Komm, mach einen kaputt. Ja. Okay. Immerhin. Elise. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Nach dem Aktualisieren immer einen Diener der höheren Stufe an. Erhalte ein schleimiges Ding. Verleiht einem zufälligen befreundeten Diener die maximalen Werte des ersten Dieners, der im Kampf stirbt. Boah, ne, nicht sowas, ja. Wählt in 2 Zügen ein großes Schmuckstück zu kaufen, kommt immer das. Wir kämpfen gegen den Diener mit mehreren Typen. Aber der hat auf jeden Fall Diener liegen. Was mache ich denn jetzt? Ist doch ein Murloc-Game? Bereit, den Himmel zu beherrschen? Fragen über Fragen. Leute, stellt euch vor, ich hätte den Fisch geklaut. Oh man. Einen solchen Sieg muss man feiern. Na, ich sag mal so, ich halte mir im Moment noch mal die Türen offen. Oder? Ich kann mir jetzt auch in Stufe 6 erschleichen, indem ich update. Verkaufe den und den, hab dann genug Gold für den zu kaufen.
Aber wäre natürlich 15 Damage in the Face, ne? 5 Untote. Schwierig. Ich mache euch einen guten Preis. Dieser Diener passt perfekt in eure Armee. Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los. Das war schwierig. Oh no, er hat schon die Dream Combo da liegen. Okay, aber da war ja mit zu rechnen. Ey, dass ich direkt 15 auch reinbekomme, ne? Oh Mann, ey. Vielleicht ist es an der Zeit, den Drachen in euch zu wecken. Was soll's. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Ich bitte, ihr habt große Pläne für diesen kleinen Diener. Jetzt breitet die Flügel aus und zieht los. Oh no. Ja, das war's. Leute, ey, was ist denn hier schon wieder los? Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Okay, das wird ein Kampfschrei-Game. Aber sowas von. Mm.
Scheiße Klänge für Eisenbahn. Ein ehrwürdiger Diener. Arschnass Gimbatool! Besser, besser, besser. So, wir haben jetzt hier Bran Bronzebeard mit dem. Eine sehr, sehr nice Kombination, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ah, das Board ist trotzdem nicht so... Bereit, den Himmel zu beherrschen? Hm. Ich weiß nicht, ob ich mich davon erhole, Leute. Ich habe ein Leben. Tisch. Fisch, Fisch, Fisch. Sind so mächtig wie Drachenfeuer. Ich glaube, die müssen weg, oder? Obwohl. Ich muss jetzt ordentlich im Murlocs hier fischen. Oder updaten. Der ist noch Stufe 4. Nee, nee, wir updaten nicht. Ja, mies. Oh. Ja. Mhm. Sorry. Naja, bei dem wäre das Schöne, dass er halt alle bufft. Bei dem... Ja, ein Drilling wäre hier wichtig, auch hier. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich auf diese Death Rattle-Geschichte hier so viel Wert legen soll. Mal sehen. Da einfach rauskommen. Das war's. Schade, Leute. Schade. Eigentlich auch eine super lustige Kombi hier.
aber zu spät.